Ihre Heimat sind die tief verschneiten Gipfel der Anden. Dort werden sie seit jeher als Last- und Nutztiere gehalten. Aber auch hier bei uns im Salzkammergut fühlen sich die langhaarigen Paarhufer, die Lamas, rundum wohl. Unterm Stein leben seit einigen Jahren 7 Südamerikaner. Amma ist ein Kamelort, sind wahnsinnig sensibel, irrsinnig neugierig, aber sie passen sich am Menschen wahnsinnig an. Also wenn ich einer schreie, kommen alle, auch wenn sie weiß gut wo sind, in den Stall rein zum Füttern am Abend. Und sind sehr zutraulich. Aber sie sind ja Wildtiere im Endeffekt und man muss sie erst trainieren zum Gehen. Auf die Idee, die Andenbewohner nach Gmunden zu holen, kamen Herbert Prötsch und Regina Hubner vor vielen Jahren, nach dem Rutschen des Gschliefgrabens im Jahr 2007. Du, das war eine komische Idee nach der Rutschung. 2007 haben sie uns ja sämtliche Wälder umgeschnitten da und ich wollte nicht mehr aufforsten. Und meine Tochter hat es auch nicht interessiert. Ich habe gesagt, gut, tu ich mir Viecher her. Hätte angesagt, um Hochwild, das ist mir nicht genehmigt worden. Sag ich, gut, dann tue ich Lama, weil ich mal in Südamerika war und zwischen Lama geschlafen habe. Hat eh fast anderthalb Jahre gedauert, bis wir es gekriegt haben, weil ich erst die Zücht ausfinden habe müssen. Und ja, da bin ich halt viel mit umgefahren. Und durch eine Bekannte habe ich dann erfahren, dass in Kärnten einer Lama züchtet. Da bin ich dann gleich hingefahren und habe mir gleich die ersten geholt. Lamas haben etwas Ruhiges, Sanftmütiges. Und das hilft auch beim Entspannen. Zum Beispiel beim Lama-Wandern, das auch die großen Industriebosse lieben lernen. Da haben wir ein Erlebnis gehabt. Und zwar war das hohes Viech von der Föst mit 2,5 Meter. Und der hat uns gebucht einen Familienausflug. Und wie der gekommen ist, sage ich zu Regina, du, das wird heute ein Problem mit den Hektisch und Geschrien und etc. Dann sind wir gegangen, er ist damals mit dem Paulo gegangen, hat ihm in den Kopf aufgelegt auf die Schulter. Der ist gewesen, wie den Mann hat man nicht mehr kennt. Und er hat dann gesagt, so, jetzt möchte er dann nur eine Stunde gehen, war mittlerweile schon 3-mal da, weil ihm das so taugt hat. Und seine Frau hat dann gesagt, ich weiß nicht, was ich falsch mache, wenn das die Lama zusammenbringen, aber ich nicht. Bei einer Wanderung darf man natürlich auch sein eigenes Lama mit auf Bergtour nehmen. Und wo könnte es im Salzkammergut eigentlich schöner sein als in der Kaltenbachwildnis? Und auch ich durfte mein Lama herumführen. Sieben Lamas beherbergt man unterm Stein. Andi, Alfredo, Paolo, Ali, Rocco, Pedro und Nero sind richtig gemütliche Zeitgenossen. Die haben wir von Anfang an getaugt, weil sie einfach so, wie soll ich sagen, intelligente Viecher sind, anschmiegsame Tiere sind. Und ja, dann bin ich halt in das Ganze reingewachsen. Eine Lama-Tour ist auch im Salzkammergut nicht alltäglich, macht aber sichtlich Spaß, mit den Vierbeinern herumzuwandern. Natürlich braucht das Hobby-Lama auch etwas Zeit und Pflege, aber das geht meist reibungslos und einfach. Wir gehen täglich auch mit dem Steuer auf, füttern es, haben in Kontakt, füttern es von der Hand weg, häufeln es, streicheln es, bürsteln es halt. Den Kontakt hat man schon, ja. Aber man kann es auch Wochen alleine gelassen, wenn sie im Freien draußen sind. Also es ist nicht sehr pflegeintensiv. Ja. Und bis man es häufeln kann, das muss man sich halt langsam das Vertrauen. Wenn er jetzt macht. Das Vertrauen von den Lama halt gewinnen, ja. Dann kann man schon langsam häufen, dann geht kleinere Strecken mit einer und füttert es halt immer wieder als Belohnung, dann geht es relativ schnell. Also in einem halben Jahr kann man Lama, soweit das häufter führig ist und brav geht. Jetzt hast du das Lama richtig gelobt, jetzt muss ich das Lama auch mal fragen, was er so quasi zur Dame des Hauses sagt. Wie gefällt es dir hier in Gmunden? Ja, ist ja. Ziemlich ruhig, das mag ich, ja. Gut. Ja, im Anderl halt, nicht? Schön brav, ruhig sein. Um dem Alltag etwas auszubrechen und weg von Hektik und Stress zu kommen, muss man nicht dem Dalai Lama folgen, sondern einfach mit Lamas wandern.